Man hört es immer wieder, Abzocke im Internet, Trading-Plattformen und wie die Betrüger vorgehen. Was sie machen können und wie sie sich schützen können, das verrät uns Jochen Resch, Rechtsanwalt mit einer Kanzlei in Berlin. Das Thema Trading liegt voll im Trend, das leider auch bei Internetbetrügern. Was sind denn aktuell die Abzocken? Sie haben das Stichwort schon genannt, Trading, nicht mit allem Möglichen, neudeutsch für Handeln an Börsen, mit Aktien, mit Kryptowährungen, mit CFDs, mit allen möglichen Instrumenten. Wobei die Abzocke im Darum liegt, dass es Plattformen im Internet gibt, die vorgaukeln, das sind Broker, also Händler von solchen Anlagen. Und Tatsache ist, in den meisten Fällen ist das nur eine Webseite. Da ist nichts dahinter. Ich versuche das immer so zu erklären, den Opfern, die wir ja vertreten, dass sie sich vorstellen sollen, sie werden in ein Theater geführt. Und auf der Bühne sind Zauberer. Die zaubern die schwebenden Frauen und die zerschnittenen. Wenn wir in eine solche Zaubershow gehen, wissen wir, dass das, was wir dort sehen, nicht echt ist. Da wird niemand zersägt. Die Menschen haben aber das Problem, dass sie nicht wissen, dass sie im Theater sind. Denn dann würden sie natürlich sofort merken, das kann ja gar nicht sein, das ist eine tolle Show, aber es ist nicht echt. Sie merken also nicht, dass sie im Theater sind. Und das macht das so anfällig, dass sie glauben, dass, was sie sehen, dass sie die Telefonnummern sehen, dass sie mit Menschen reden, die sehr, sehr psychologisch geschickt manipulieren von dem kleinen Einsatz, den man ja mal riskieren kann, 250 Euro, auf Summen gehen, die in die Millionen gehen. Das nur am Telefon, also es ist extrem herausfordernd für einen Menschen, einen anderen zu überreden, immer wieder neu zu investieren, immer zu machen. Und das geht bis auf den letzten Cent, den er noch hat. Ja, ich wollte gerade sagen, mit welchen Methoden ködern denn die Betrüger ihre Opfer? Das ist psychologisch sehr geschickt gemacht. Natürlich geht es mal darum, dass man einen kleinen Einsatz macht, aber dann wird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. In der Psychologie heißt es, Rapport wird aufgebaut, dass man Menschen Gemeinsamkeiten entdeckt, dass man gemeinsame Interessen hat, dass man gemeinsame Witze lacht. Also es wird ein fast freundschaftliches Verhältnis aufgebaut, ein Vertrauensverhältnis, das sich oft über Wochen und Monate hinzieht. Und diesem Menschen, dem man vertraut, dem traut man auch nicht zu, dass der eigentlich von vornherein es darauf abgesehen hat, einem das Geld zu klauen. Und natürlich weiß der Täter auch oft über ganz persönliche Dinge Bescheid, weiß auch über die Notsituation und Leiden, dass ich brauche das, um meine Krebsoperation zu finanzieren. Aber das hindert ihn nicht daran, gnadenlos alles rauszuholen. Und das läuft in bestimmten Etappen ab. Das Opfer sieht ja auf seinem Bildschirm, wie sein Gewinn wächst. Er hat aber sich 50.000 Euro eingezahlt und sieht auf seinem Bildschirm, dass das schon 165.000 sind. Also richtig toll. Und die Sache wird dann spannend, wenn er sein Geld zurückhaben will. Dann kommt es zum Schwur. Natürlich wird ihm sofort gesagt, na klar kannst du dein Geld haben. Und dann werden so Hindernisse aufgebaut, dass man auf die Summe, also beispielsweise diese 165.000 Euro, noch Steuern bezahlen muss, 20.000. Dann gibt es das Geld. Also wird der nochmal 30.000, 35.000 einzahlen und glaubt dann, dass er sein Geld bekommt. Natürlich bekommt er kein Geld. Es werden weitere Hindernisse aufgebaut, dass da irgendwas noch nicht funktioniert oder dass er noch eine Bank noch eine Sicherheit haben will. Und es werden dann gegebenenfalls auch Belege von Banken geschickt, wo angeblich dieses Geld ja sicher ist. Alles gefälscht, nichts ist echt. Es wird also eine Theaterwelt aufgebaut und systematisch wird der Kunde so weit gebracht, dass er freiwillig erstmal alles bezahlt, was er zahlen kann und muss, bis dann der Punkt kommt, wo das Vertrauensverhältnis abbricht und er nicht mehr bezahlt. Aber dann ist immer noch nicht Schluss. Dann ist mal der Kontakt weg, Verzweiflung da und eine kurze Zeit später meldet sich der Retter, der Engel. In unterschiedlichster Form. Manchmal in der Form, dass man ein Detektivservice sei und man hat die Gelder sichergestellt und reines Erfolgshonorar, aber einen kleinen Vorschuss muss man bezahlen, nochmal 5%.
Oder aktuell immer wieder, dass die EZB, unsere Europäische Zentralbank, die Gelder beschlagnahmt hat, Konto hat, möchte gerne die Kontonummer haben, wo sie überweisen darf. Aber natürlich muss man eine kleine Gebühr bezahlen. Alles fake. Oder FCA, das ist die britische Aufsicht. Oder. Also das heißt, wird da noch versucht, mit der Retterrolle nochmal das allerletzte Geld rauszuholen. Und zwar immer so viel, das sind ja wirklich gute Psychologen, die wissen, da ist noch was, da kann man noch was holen und ob man sich noch was leihen kann. Also irgendwie wird immer wieder Druck gemacht. Und selbst dann ist noch nicht Schluss. Wenn das aufgegeben wird, dann wird einige Zeit später wieder angerufen und das nächste Spiel beginnt. Also die Telefonnummer wird rumgereicht in der Szene, sodass das Opfer auch noch Wochen oder Jahre später wieder angerufen wird und zu neuen Geschäften animiert wird. Und es läuft, es funktioniert. Wir erleben immer wieder, dass wenn wir das alles erklärt haben, ich versuche immer diese Geschichte mit dem Theater zu machen, dass in der Situation, in der Endphase, wo ich sage, zahlen Sie nichts mehr, was passiert, zahlen Sie nicht mehr, dass trotzdem immer wieder der Betrüger es schafft, das Opfer zu belatschern, zu bequatschen und nochmal wieder rauszuholen. Also es ist psychologisch hochinteressant, was da abgeht, natürlich extrem traurig für die Opfer, die nie eine Chance haben, völlig ungleicher Kampf, als würde der Boxweltmeister kämpfen gegen ein Kleinkind, keine Chance. Und das ist ein ganz, ganz sonderbarer Markt, der da abgeht. Sie haben das gerade sehr ausführlich auch beschrieben und ich habe jetzt gerade so die ganze Zeit, ich sag mal, irgendwo mitgefiebert und ich dachte mir, aber Sie haben das ja beschrieben, da ist dieser Vertrauensprozess, natürlich, das sind am Anfang auch kleinere Summen und dann wird das immer größer, aber ich sag mal, das braucht ja trotzdem auch seine Zeit, bis das alles wächst und ich denke mal, die werden das ja auch mit verschiedenen Menschen machen. Also irgendjemand muss doch dann mal an einem gewissen Punkt dahinter kommen oder man muss doch was im Internet finden, dass das eine Betrugsfirma ist oder werden diese ganzen Firmen dann in einem Moment platt gemacht und dann gibt es die einfach nicht mehr? Die Haltwertzeit einer solchen Firma ist zwischen 3 und 6 Monaten, wenn wir sie Firma nennen dürfen. Es ist ja nur eine Webseite. Ne? Ja. Die Täter benutzen natürlich auch keine echten Namen. Wir können natürlich so in etwa uns vorstellen, was da passiert und wie das abläuft. Und man kann natürlich aus der Erfahrung sagen, das ist vermutlich eine Gruppe, die im früheren Jugoslawien herkommt, relativ hohen Anteil, wo Menschen die Rückzugsräume ihrer Vorfahren nutzen, Türkei, Jugoslawien, Polen. Nicht nur, natürlich, wir haben auch, weiß Gott, genug, aber man ist halt sicherer, wenn man aus der Entfernung das macht. Und den deutschen Markt bespielt. Es gibt Millionen Menschen, die sind zweisprachig groß geworden und können jeden deutschen Dialekt und können diese Nähe aufbauen, weil sie vielleicht sogar aus derselben Stadt kommen. Und das ist so das Element, was wir immer wieder haben. Also es ist eine ganz, ganz eigene Welt, die da entsteht. Woran lassen sich denn jetzt betrügerische Unternehmungen erkennen? Für den Laien ist das extrem schwierig, weil die Webseiten sind gut gemacht. Aber eigentlich, wenn er genau schaut, sieht er, dass wir selten ein echtes Rubrum haben, keinen Kontakt. Das ist das Wichtigste, dass ich keine Anschrift habe von dieser Firma. Oder die Anschrift ist irgendwo weit weg. Aber ich finde nie ein echtes Rubrum, wer zuständig ist. Und natürlich, wenn ein Unternehmen so erfolgreich ist und solche Riesendeals macht, schon seit zig Jahren am Markt ist, dann würde man sich ganz anders darstellen. Wenn ich ein erfolgreiches Unternehmen bin, dann habe ich meinen Geschäftsführer, der da irgendwo der Top-Trader ist, den sehe ich mit Bildern da, ein echter Mensch. Aber das sind alles diese Stockfotos, die wir haben. Also diese Fotos, die man im Internet runterladen kann. Also alles sehr schön, sehr schlank. Die Texte sind regelmäßig völlig inhaltslos, versprechen da die großen Sachen. Aber das Wichtigste ist, dass man gucken muss, findet man irgendwie eine echte Adresse, eine Handelsregistereintragung? Das ist zumindest wenn man das nicht findet, ist das erste Zeichen. Wenn man es findet, heißt es natürlich immer noch nicht, dass es wirklich funktioniert. Denn vielfach werden solche Angaben schlichtweg gefälscht und da ist nichts dahinter.
Man bekommt natürlich, wenn man das so lange macht wie ich, einfach ein Gespür dafür. Da guckt man ein paar Sekunden hin und sieht, das stimmt nicht. Ne? Das ist also schon diese kleine Indizien. Aber für den Laien ist es eben sehr schwer, das nachzuvollziehen. Weil er wird in eine völlig andere Welt geführt. Sagt, ich bin wieder bei meinem Theater. Er weiß aber nicht, dass das Theater ist. Er weiß nicht, dass das keine Mauern sind, sondern das ist nur Styropor. Und deswegen in der Erwartung, dass er in der großen Brokerwelt weltweit zu Hause ist und er sieht Telefonnummern aus London, aus England, er sieht eine Anschrift, die sind da. Es wird auch dann, oder in Asien oder wie auch immer, es ist ja ein weltweiter Markt. Die äußeren Indizien für den Laien sehen erstmal so aus, als sei das der Anruf aus Berlin, aus Zürich oder wie auch immer. Aber wir alle wissen, wir können innerhalb von Minuten eine Telefonnummer generieren. Das ist ja für den Experten furchtbar einfach. Wenn Sie wollen, rufe ich Sie in 2 Stunden aus New York an. Kein Problem. Und das geht schneller. Ne? Also das sind so die kleinen Sachen, die man einfach machen kann. Und natürlich, wenn man sich in dem Markt auskennt und eigentlich gelernt hat, die Täter mit gleichen Waffen zu schlagen, dann sieht man natürlich sofort, was der da macht. Das ist so, als würde ein Zauberkünstler den anderen lügen wollen. Der weiß, was der macht. Der weiß auch, wie der Trick geht. Nicht? Also von der Zauberer, die können sich nicht belügen. Die wissen, aber sie werden natürlich den Mund halten, weil sie nicht ihre Tricks verraten. Aber so muss man das sehen. Wenn man in der Branche drin ist, sieht man sofort, was echt ist und was nicht echt ist. Ich glaube, ein Tipp, den Sie gerade gegeben haben, der sehr gut ist, ist auf jeden Fall die Handelsregisternummer. Vielleicht wird sich eine so eine Firma auch Mühe geben, vielleicht wirklich was anmelden, die meisten aber wahrscheinlich nicht. Und dann könnte man ja zumindest wirklich überprüfen, existiert diese Firma. Wenn diese Firma nicht mal eine Eintragung hat, die sind ja so gut wie nie in Deutschland registriert, also auch ganz offiziell nicht, sondern man gibt ja an, dass man in den Hotspots der Hochfinanz ist, in New York oder London oder wir haben einen Riesenkomplex, da haben wir ungefähr 30 Millionen Euro an Mandanten, der spielt angeblich in Taiwan. Exzellent gemacht, richtig aufwendig, perfekt, das muss also wirklich Hunderttausende von Dollar oder Euro gekostet haben, um die Infrastruktur zu schaffen, um das so zu machen. Und das ist das, wo man eben auch sehen muss, da ist so viel Geld mit zu verdienen. Deswegen sind die Investments in solche Betrugssysteme auch sehr rentabel. Und das sind Strukturen, sind mafiöse Strukturen. Die gehen durch die ganze Welt. Regelmäßig gibt es 2 Orte, wo solche Firmen meistens gemeldet sind. Majuro, das ist auf den Marshallinseln im Pazifik. Das ist eine Hauptstadt, glaube ich, mit 18.000 Einwohnern, aber Hunderttausenden von Firmen, die dort ihren Sitz haben. Oder wir sind in der Karibik, St. Vincent oder Dominica. Da sind auch solche viele Firmen. Dann gibt es eine andere Schiene, dass die Banken und Anmeldungen im Baltikum sind, in Estland, Litauen, Lettland. Das sind typischen, weil man dort relativ einfach Firmen einrichten kann, alles per Internet. Die sind sehr modern da. Oder wir sind in Zypern. Nicht? Das sind so die Orte, wenn man das sieht, dann weiß man sofort, Achtung, rotes Licht, mach es nicht. Okay. Ja. Und angeblich sitzen natürlich die Firmen mit ihren falschen Anschriften, mit ihren falschen Telefonnummern, mit ihren falschen Namen immer was in London oder in Frankfurt oder in Zürich und machen da die super tollen Geschäfte. Was sollten Anleger jetzt tun, die auf eine Abzocke reingefallen sind? Was sollten sie tun? Ich beantworte die Frage mal ein bisschen anders. Was machen denn die meisten? Die meisten machen gar nichts. Die meisten, ich vermute, 80-90% schämt sich, ist ratlos, kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass man überhaupt was machen kann. Ich vermute, 10-15% gehen zur Polizei. So eine Reflexhandlung. Sinnfrei, zweckfrei. Die Polizei ist völlig überfordert. Leider ist die Struktur in Deutschland auch so, dass es zwar 2 Staatsanwaltschaften geben, so Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die bekannteste in Bamberg, in Bayern. Allerdings kann dort nur jemand hinkommen, der ein Bayer ist. Aber die Täter denken nicht in Ländergrenzen, geschweige denn in Bundesländergrenzen. Sodass wir große Tatkomplexe, wo es wirklich um viele Millionen geht, immer das gleiche Muster. Wenn man die Sachen dann nach Bamberg bringt, zerfleddern die und schicken die Opfer nach Niedersachsen, nach Hessen oder wo auch immer hin. Also ziemlich
Aber witzig, deswegen hat eine Strafanzeige so gut wie keinen Sinn. Es macht auch wenig Sinn, die Täter dann irgendwo in Ukraine, in Bulgarien oder in Türkei zu verfolgen, weil die man da kriegt, sind sowieso nur die Hiwis. Mhm. Die Staatsanwaltschaft ist völlig überfordert, stellt die Sachen auch dann meistens gleich ein und sagt, Herrn Müller, der das gewesen soll, den kennen wir nicht, den können wir nicht ermitteln, weil das ist ja ein falscher Name und damit ist das Ding tot. Mhm. Es gibt nur einen Weg und der ist relativ erfolgreich. Nicht die Spur der Täter zu verfolgen, sondern die Spur des Geldes. In diesem ganzen Theater, das ich gerade beschrieben habe, dieser ganzen Welt der Illusionen, gibt es einen Punkt, wo die Illusion mit der Wirklichkeit verbunden wird. Und zwar muss ja Geld fließen. Geld fließt auf ein Konto. Also irgendjemand, ein echter Mensch, muss zu einer echten Bank gehen und ein echtes Konto aufmachen. Und da sind wir in einem Bereich, das nennt sich dann Geldwäsche. Strafbar und man kann da ansetzen. Egal, wo die Bank ist, in Europa ist das relativ klar, da gibt es einheitliche Regeln zur Geldwäsche, aber auch weltweit wird Geldwäsche bekämpft, weil das natürlich Drogengelder sind und Menschenhandel und Waffenhandel und so weiter. Mhm. Also Banken überall in Europa haben Compliance-Pflichten, also Aufsichtspflichten, handeln auch relativ schnell in vielen Fällen. Also wir haben bei diesen Firmen, die das machen, oft Einzahlungen auf 3, 4, 5 Konten. Man kann den Rückschluss ziehen, dass die Konten von den Banken blockiert worden sind, nachdem Einzahlungen gewesen sind. Denn der Kontoinhaber muss mit dem Geldfluss, mit dem Geldeinnahmen in etwa übereinstimmen. Wenn ich also als armer Schlucker, und das sind die Hiwis, die ja sich der Gefahr aussetzen, die können ja als erstes erwischt werden, die müssen ja hingehen und sich identifizieren mit Foto und mit allem drum und dran. Nicht? Wer ein Konto aufgemacht hat, weiß das, wie das ist. Also der muss sich nackt machen. Und der wird dann auch entsprechend in die Gefahrenzone gemacht und Banken passen auf, vielfach, nicht alle, ich will das jetzt nicht sagen, dass man das generell sagen kann, vielleicht in 20% der Fälle, wo aber tatsächlich die Konten dann dicht gemacht werden. Der Kontoinhaber, der vielleicht informiert wird, kann aber nichts machen, weil, was soll er denn sagen, ich bin ein Betrüger und habe das hier gemacht. Er wird gar nichts machen, sonst kann er gleich mit Handschellen hingehen. Und dann ist die Möglichkeit, dass wir da den Zugriff auf diese Gelder bekommen. Also nicht die Täter jagen, das hat gar keinen Sinn. Strafanzeigen haben keinen Sinn. Selbst wenn sie funktionieren würden, eine Strafanzeige dient dazu, den Täter zu bestrafen, aber nicht Geld wiederzuholen. Also auch das mal vom Verständnis her. Also nur der Weg des Geldes, das ist das Einzige, was am Ende funktionieren kann. Jetzt haben Sie das ja eben schon beschrieben. Meist ist es sowieso so, dass die Internetseiten ins Leere laufen, dass alles anonym ist. Aber wenn man jetzt eine Schadensersatzklage machen möchte, wer ist denn, wo muss ich da meinen Antrag hinstellen? Wer ist da dann der Ansprechpartner, der Angeklagte? Also Angeklagte ist im Strafrecht, also der Gegner, der in die Haftung oder genommen kann, das sind die Banken, wo das Geld hinfließt. Die Täter zu jagen hat keinen Sinn, es gibt da nichts, die Webseiten können keine Webseite verklagen, die Täter sind irgendwo in der Welt, aber Banken sind da, Konten sind da, Geld ist echt da. Und die Geldwäschevorschriften weltweit geben Banken die Pflichten zu kontrollieren, wer die Kunden sind, wer die Gelder hat. Und da ist der Ansatz, dass Banken ihrer Verpflichtung gegen Geldwäsche vorzugehen, gerecht werden müssen. Mhm. Und da ist der Ansatz, wie man das machen kann. Die Banken sind diejenigen, die man fassen kann. Okay. Der Weg ist es. Also nicht irgendwie irgendwelche Jungs da, die rumprotzen irgendwo in der Welt. Welche Maßnahmen ergreifen denn die europäischen Finanzmarktaufsichtsbehörden, um genau diesen Betrug, was Sie gerade alles beschrieben haben, zum Thema Trading zu stoppen? Auch da sind wir wieder in der nationalen Welt. Die Täter denken im World Wide Web, weltweit, und kennen keine Grenzen. Warum sollten sie auch? Die Aufsichtsbehörden, ob das in Deutschland die BaFin oder die FMA in Österreich, die
FINMA in der Schweiz oder die FCA in Großbritannien ist, die haben schon eine gewisse Funktion, dass sie nämlich Warnungen aussprechen. Die Warnungen, dass diese Unternehmen keine Berechtigung haben, derartige Produkte zu verkaufen in Deutschland, hängen aber weit hinterher. Dieser Markt ist so aufgebaut, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass diese Webseiten eine Lebenszeit von 3-4 Monaten haben. 5 Monaten, 6 Monate maximal. Also bevor etwas auffällig wird, ist der Laden längst geschlossen. Hm. Also es ist ein Hase-Igel-Spiel, wobei der Hase immer gewinnt oder der Igel immer gewinnt, weil die Täter sind flexibel, die staatlichen Behörden sind es nicht. Die Täter machen ihren Laden dicht und machen ihre nächste Website. Natürlich hinterlassen die Massen auf Spuren. Also nicht so, dass man die nicht finden könnte oder dass das unmöglich wäre. Aber da sind wir bei den Ressourcen. Hm. Ne, wenn wir zurzeit diesen großen Kinderpornografie-Skandal in Deutschland haben, dann sind dort 400 hochqualifizierte Mitarbeiter der Staatsanwaltschaften, Krypto-Experten tätig, die erfolgreich sind. Hm. Aber die fehlen an anderer Stelle. Hm. Also das heißt, es gibt so gut wie keine oder viel zu wenige, die da mitmachen. Und selbst an vielen Stellen Datenschutz hindert, an vielen Stellen, dass das gemacht wird. Die Fähigkeit, im Markt mitzuspielen. Ich kenne einen Fall, wo eine Dienststelle eines Landeskriminalamtes, so werde ich nicht sagen, gesagt hat, wir müssen mal ein Kryptokonto aufmachen für Bitcoin, weil wir wollen da mitmachen, um die Täter zu entlarven. Das hat Monate gedauert, bis die Erlaubnis kam. Hm. Also das heißt, die Flexibilität der Täter ist um ein Vielfaches höher als die der staatlichen Aufsichten. Und in Deutschland scheitern wir schon daran, dass wir die Landesgrenzen haben, die Ländergrenzen haben, Bundesländergrenzen. Europaweit wird das noch weiter erschwert. Es gibt zwar eine zentrale Behörde, aber das kann man alles vergessen. Die Täter haben ein leichtes Spiel. Hm. Verbrechen lohnt sich. Vielen Dank für Ihre ausführlichen Antworten. Gerne.